Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Review. Ja, ihr seht richtig, vor mir steht ein HTC HD7 mit neuem Windows Phone 7 Betriebssystem. Ich habe gestern einen Spontankauf getätigt, nachdem ich mir etliche Reviews angesehen habe und ja, Meinungen von Besitzern durchgelesen habe und da die durchwegs positiv waren, dachte ich mir, ja, mache ich doch einmal einen Spontankauf und gönne mir das Handy. Gut, meine ersten Erfahrungen mit dem neuen Betriebssystem von Windows Phone 7, wirklich sehr, sehr schön zum Ansehen. Ihr könnt es hier selber sehen. Das Ganze ist in Hubs kategorisiert. Es ist wirklich sehr schön designt, das Ganze. Hier habt ihr zum Beispiel die Tagesansicht vom Kalender. Wenn wir hier unten draufklicken, haben wir die Monatsansicht. Und meiner Meinung nach ist es sogar schöner als iOS, weil das Ganze wirkt frischer, jünger und ja. Und wenn man bedenkt, dass Apple seit circa 3-4 Jahren dasselbe Betriebssystem nutzt, verwundert es auch niemanden, dass das Windows Phone 7 Betriebssystem frischer wirkt. Vorweg, das Handy geht heute zurück, da es doch einige Nachteile hat. Gut, ihr werdet euch jetzt sicher fragen, was sind die Nachteile. Man merkt dem System doch an, dass es noch sehr jung ist. Es gibt zum Beispiel kaum Apps. Ihr seht hier zwar eine Twitter-App und die wird auch in den meisten Videos vorgestellt, aber es verratet fast keiner dazu, dass das die einzige Twitter-App ist, die es zurzeit im Marketplace gibt. Ja, und wenn man bedenkt, wie viele Twitter-Apps am iPhone 4 gibt, also im Apple Store, ist das ein Scherz dagegen. Es gibt weder Push-Notifications, es gibt für SMS zum Beispiel Push-Notifications, da seht ihr hier oben dann, da blendet sich die Nachricht ein und wenn ihr draufklickt, gelangt ihr direkt in die SMS-App. Aber so Push-Notifications zum Beispiel für Twitter oder Direct Messages oder Mentions, die gibt es nicht. Hätte ich mein iPhone nicht, hätte ich zum Beispiel gestern nicht eine einzige Nachricht gesehen, weil es eben die Push-Notifications nicht gibt. Das zweite sind die Apps. Ich habe gestern eine Zahl gelesen, dass es zurzeit nur 5000 Apps im Marketplace gibt. Die Zahl wächst zwar ständig weiter, aber 5000 Apps ist ein Scherz, wenn man vergleicht. Im Apple Store gibt es schon über 300.000 Apps und von jeder App gibt es wieder 10 verschiedene, wo man sich die beste aussuchen kann. Hier gibt es das nicht. Es gibt zum Beispiel eine YouTube-App, das ist die da. Das Ganze ist ganz normal aufgeteilt, in meist gesehen, diskutiert, beste Bewertung. Mit einem Swipe nach rechts kriegt ihr hier die Vorschau der Videos. Und ja, man kann nicht sagen, es ist wirklich schön, schön zum Ansehen. Aber möchtet ihr jetzt eine andere YouTube-App runterladen, gibt es die nicht. Zweitens sind die Preise zum Beispiel vom Marketplace jetzt. Das ist Fruit Ninja kostet im Apple Store 79 Cent, hier kostet sie 2,39. Need for Speed kostet zurzeit 79 Cent im Apple Store, hier kostet sie 5 Euro. Schauen wir doch einmal kurz in den Marketplace rein, wenn ich schon ganze Zeit davon rede. Wie immer wunderschön designt. Das ist die App, die Windows vorschlägt, also das ist eine empfehlenswerte App, Fruit Ninja. Das Tolle ist, man kann die Apps testen, das geht bis heute nicht bei Apple. Hier ist das Ganze wieder in Kategorien unterteilt. Es sieht zwar nach viel aus, aber in manchen Kategorien sind 10 Apps drinnen. Also von dem her, die Auswahl ist einfach zu klein. Gehen wir jetzt einmal in die HTC Apps rein, weil das gibt es aber nur bei einem HTC Handy. Ihr seht, sehr schön. Aber das war es jetzt auch schon wieder. Das ist die ganze Auswahl, die man an Apps hat. Mehr gibt es nicht. Und das meinte ich auch vorher mit der App-Auswahl. Sie ist wirklich verdammt gering. Und ja, wer das iPhone vielleicht nicht kennt, der wird vielleicht damit zufrieden sein. Aber wer vorher ein iPhone 4 hatte, der wird damit nicht zufrieden werden. Und da gibt es auch keine Kaufempfehlung von mir. Das dritte ist die Grafik der Spiele. Ich habe mir gestern zwei Spiele runtergeladen. Need for Speed und Fruit Ninja. Wie gesagt, die Testversionen und ja, wer das vom iPhone 4 die Spiele kennt, also die Grafik ist kein Vergleich zum iPhone 4. Die Geschwindigkeit ist kein Vergleich. Es bleibt hängen, es ruckelt. Es ist einfach nur schlecht programmiert. Und beim iPhone 4 ist das Ganze super flüssig. Da gibt es keine Ruckler, da gibt es überhaupt nichts. Gehen wir kurz einmal in den Xbox Hub rein. Hier könnt ihr auch sehen, dass ich schon Fruit Ninja und Need for Speed runtergeladen habe.
Und ja, ich war von beiden einfach nur enttäuscht. Also das war schlecht umgesetzt. Es ist, wie ich schon vorher sagte, es ist einfach nicht gut gemacht. Wer das iPhone 4 nicht kennt, also die Versionen vom iPhone nicht kennt, wird sogar vielleicht zufrieden werden. Aber wer vorher die iPhone-Versionen hatte, der wird damit nicht glücklich. Also garantiert nicht. Schauen wir noch einmal kurz in den HTC-Hub rein. Das ist ja das Besondere an einem HTC-Handy. Das ist wiederum sehr gut umgesetzt und ja, wunderschön zum Ansehen. Ihr seht hier eine wunderschöne Wetteranimation. Dann könnt ihr hier die Uhrzeit sehen. Hier habt ihr, wie viel Grad es zurzeit hat, höchste, niedrigste, welche Stadt. Und ja, wenn wir hier unten draufklicken, können wir in die Einstellung oder in die Info oder das Ganze aktualisieren. Wenn wir hier auf Weitere gehen, ladet er mehrere Apps hoch und mit einem Swipe nach rechts können wir uns die Apps ansehen. So. Gut, hier seht ihr, dass den nächsten Nachteil zum Beispiel jedes E-Mail-Konto, was man hat, ist separat. Also Hotmail, Google Mail und Google Mail 2. Das war ja bei Apple auch so bis zu iOS 4. Dann gab es endlich den globalen Posteingang. Das gibt es jetzt auch nicht. Es erinnert sehr stark an OS 3. Wo viele Futures fehlten. Multitasking gibt es auch nicht. Es wird immer zwar der letzte Punkt gespeichert, wo man war. Wenn ich jetzt einmal zurückgehe, bin ich genau dort, wo ich vorher war. Aber das ist doch kein Multitasking. Man kann nicht mehrere Programme, also man kann nicht eins einfrieren, zum nächsten gehen und dann wieder wechseln. Und ja, gut. Was kann man noch sagen? Wenn wir noch kurz in die Kontakte schauen, das finde ich sehr schön umgesetzt. Wenn ihr zum Beispiel ein Facebook-Konto habt, werden hier bei eurer Kontakte die jeweiligen Bilder von die Facebook-Konten genommen. Also und sobald ihr das Bild wechselt, ändert sich das Bild hier auch. Mit einem Swipe nach rechts, wie immer, seht ihr dann hier die Neuigkeiten, die bei Facebook wären. Hier, mit wem ich zuletzt telefoniert habe. Und ja, die Leiste mit den Buchstaben auf der Seite gibt es nicht. Das funktioniert hier, wenn man aufs A klickt, seht ihr alle Buchstaben. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf F klicke, sehe ich hier die Kontakte, die unter F gespeichert sind. Zurzeit würde ich niemandem dieses System, also das Betriebssystem, empfehlen, weil wirklich elementare Sachen fehlen. Und ja, ihr konntet es selber sehen, von dem her zurzeit leider keine Kaufempfehlung. Gut, das war es auch schon im Großen und Ganzen. Falls euch mein heutiges Video gefallen hat, ihr wisst, Daumen hoch, positives Feedback. Ich würde mich sehr über Kommentare von euch freuen. Habt ihr schon Erfahrungen mit Windows Phone 7 gemacht? Ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Gut, wir sehen und hören uns bis demnächst. Euer MacStyler. Tschüss.